Mein Name ist Herbert Fitz und ich freue mich, euch heute über Bad USB und die Verteidigung dagegen unterrichten zu dürfen. Die Reise ist eigentlich dreigeteilt. Wir fangen an mit einer kurzen Einführung, was Bad USB eigentlich ist und warum das jetzt plötzlich so schlimm ist oder auch nicht. Danach stelle ich euch eben die Verteidigung vor, Bosal. Und danach noch ein paar Weiterentwicklungen von Bad USB, damit ihr nicht euch allzu sicher fühlt. So. Von der Geschichte her gibt es malicious USB-Devices schon sehr lange, also USB-Geräte, die sich nicht ordentlich verhalten. 2010 zum Beispiel hat Adrian Crenshaw ein Teensy, das ist so ein kleines Microcontroller-Board, in eine Maus eingebaut und hat das an den USB-Anschluss der Maus angeschlossen, sodass die Maus gleichzeitig auch sich als Keyboard ausgegeben hat und auch da schon Tasteneingaben eben gemacht hat und eben böse Sachen runtergeladen hat. Ein Teensy kostet etwa 18 Euro, also ist es auch erschwinglich für den armen Studenten, wenn er mal jemanden angreifen möchte. Die professionelle Variante davon ist Rubber Ducky. Das sieht von außen aus wie ein normaler USB-Stick, hat drin allerdings einen vollwertigen Atmel, 32-Bit AVR und einen Mini-SD-Card-Reader. Und da könnt ihr jede Menge euren eigenen Chartcode programmieren, dann auf die SD-Karte laden und der wird dann eben ausgeführt, sobald der USB-Stick irgendwo angesteckt wird. Das Ganze wurde auch als erstes Mal 2010 rausgebracht, gibt es jetzt mittlerweile eine weitere Version. Und das Ganze kostet 45 Euro. Ist also schon ein bisschen teurer, aber sieht eben von außen aus wie ein richtiger USB-Stick. Da muss man richtig aufmachen mit Schraubenzieher und alles, damit man überhaupt den Unterschied erkennt. So, kommen wir zu Bad USB. Das war im August 2014. Da haben Carsten Nohl und Jakob Lell auf der Black Hat, wenn ich mich recht erinnere, Bad USB das erste Mal vorgestellt. Bad USB bedeutet, dass man jetzt nicht mehr spezielle Hardware hat, wie den Teensy oder dieses Rubber Ducky, sondern man hat einen ganz normalen USB-Stick. Das Problem an dem USB-Stick ist, die haben alle nicht nur Speicher, sondern eigentlich auch eine kleine CPU. Und die CPU hat Firmware und die Firmware kann man flashen. Genau genommen handelt es sich jetzt immer um die Phison-Firmware, genau genommen um Phison 2303 USB-Controller. Und der nimmt einfach alles an, was man ihm vorwirft. Eben auch Code, der zum Beispiel plötzlich sagt, ich bin eine Tastatur, nicht nur ein USB-Stick. So, allerdings haben Nohl und Lell das nicht veröffentlicht, den Source-Code, um eben diese Firmware zu flashen und zu erstellen. Deswegen haben im September 2014 Adam Codill und Brandon Wilson ihre Psyxen-Software veröffentlicht. Die haben im Prinzip nochmal genau das gleiche gemacht wie Nohl und Lell. Sie haben die Firmware reverse-engineert und noch ein bisschen Software dazu geschrieben, um eigenen Code in die Firmware reinzupatchen und dann auf den USB-Stick zu übertragen. Das Schöne an der ganzen Sache ist, das Ganze kostet nur noch 15 Euro. Also wenn man Glück hat, sogar nur 10. Aber der Nachteil ist ein bisschen, die Entwicklung der USB-Controller schreitet schnell voran. Mittlerweile findet man kaum noch Phison 2303 Controller in normal verkauften Geräten. Das sind in der Regel dann 2307er und dafür geht das dann nicht mehr. Die Firmware müsste man dann extra reverse-engineeren, aber Wilson hat angegeben, er hat etwa 2 Wochen gebraucht, um das zu machen. Insofern motivierter Angreifer sollte das auch mit gewissem Aufwand schaffen. So, wie verteidigen wir uns nun dagegen? Bad USB funktioniert ja nur deswegen, weil dramatisch, weil man eben nicht mehr Firmware hat, die einen PC infiziert, sondern gegebenenfalls auch PCs, die einen USB-Stick infizieren können. Weil es ja nur eine neue Firmware ist, die ja von jedem geflasht werden kann, auch von einem infizierten PC. Das ist die neue, das wirklich Neue an Bad USB. Malicious USB-Devices gibt es eben schon jahrelang. Aber Bad USB, können wirklich vertraute Devices, wo man weiß, die man selbst gekauft hat, die können jetzt infiziert werden auf Hardware-Level.
Was ist also die Idee? Wir filtern einfach die Firmware-Updates raus. Das geht deshalb, weil diese Firmware-Updates zumindest bei Phison und bei den meisten anderen USB-Controller-Herstellern über SCSI-Befehle funktionieren, und zwar Vendor-SCSI-Befehle. Das heißt, bei SCSI gibt es eben bestimmte Zahlencodes, eben, was weiß ich, 5 heißt schreiben, 3 heißt lesen und so weiter. Und es gibt bestimmte Zahlencodes, die eben freigelassen werden, wo die Hersteller selbst definieren können, was da gemacht wird. Da sagen die eben, okay, wenn du mir eine 10 schickst, nehme ich die nächsten Bytes, die kommen, als Firmware und flashe die drauf. Aber das ist natürlich sehr einfach rauszufiltern. Wenn man jetzt eben eine Art Sniffer dazwischen stellt, zwischen das USB-Device und den Host, kann der natürlich sagen, hey, guck mal, da kommt ein Befehl 10 auf SCSI-Ebene, den lassen wir mal nicht durch. Und schon kann man die USB-Firmware nicht mehr flashen. Aber auch in die andere Richtung ist es relativ einfach. Die meisten Angriffe funktionieren eben, weil sich ein USB-Device als Tastatur ausgibt und dann irgendwo Schadcode runterlädt. Das geht natürlich nur so lange, solange man zulässt, dass sich USB-Geräte als Tastatur ausgeben. USB-Sticks sind in der Regel keine Tastaturen die Devices müssen immer vorher sagen, was sie sind. Wenn jetzt also wir einen USB-Stick anstecken und der sagt, ich bin USB-Stick und eine Tastatur, sagen wir, nee, du kommst hier nicht rein, so, bleibst draußen. Wir schränken eben ein, dass eben an unserem Gerät nur USB-Sticks und keine Tastaturen angeschlossen werden können. Nachteil ist natürlich zum Beispiel die von Quenture modifizierte Maus würde immer noch durchkommen, weil wir müssen ja die Maus anschließen. Wir können ja da nicht die Maus oder die Tastaturanschläge rausfüllen aus einer Tastatur. Wenn das natürlich infiziert ist, da können wir nichts machen, aber ich kann nicht alles machen. So, für das Gerät gibt es im Prinzip 2 Use Cases. Einmal eben den vertrauten PC und das unvertraute Device, den unvertrauten Stick. Den Fall haben wir jetzt zum Beispiel hier vorne aus Sicht des POC. Das ist ein gestellter Laptop, weil mein altes Gerät leider keine Ausgabe beherrschte. Und da hängt jetzt mein USB-Stick dran. Und ich halte den Vortrag über Bad USB. Also vielen, vielen Dank an das POC für das Vertrauen. Weiß ich zu schätzen. Aber in so einem Fall könnte man natürlich den Filter dazwischen setzen und schon könnte ich zumindest auf dieser Ebene kein Blödsinn mehr machen. Was noch für Blödsinn möglich ist, da komme ich später dazu. Die zweite Variante wäre, wenn wir von mir aus gesehen einen vertrauten USB-Stick und eben vom VOC, der gestellte Rechner, der könnte jetzt auch mit meinem USB-Stick Blödsinn machen. Auch da könnte wieder mein Gerät helfen und das verhindern. So, soweit die grundlegende Idee. Hat jemand den Fehler gemerkt? Nicht? Whitelist vielleicht nehmen statt Blacklist. Inwiefern? Ja, die Frage war, ob vielleicht eine Whitelist statt einer Blacklist notwendig wäre. Die SCSI-Befehle sind ja im Endeffekt komplett. Also quasi die Inverse einer Whitelist ist eine Blacklist und umgedreht. Also es ist nicht wie im Internet, wo ich nur sage, ich lasse entweder nur Google kommen zu oder sperre nur Google aus. Ich habe ja da, Befehle sind sehr beschränkt. Es ist nur ein Byte vorne. Und dann kann ich eben sagen, okay, die 128 Werte kommen rein, die 128 kommen nicht rein. Das ist dann also relativ komplett. Aber ja, systematisch ist ein Whitelist-Ansatz besser und der wird im Endeffekt auch gefahren. Es wird im Prinzip überprüft, ob es ein regulärer SCSI-Befehl ist. Und dann wird eben gesagt, wenn es keiner ist, ist nicht. Nein, der Fehler ist, unser Problem ist, wir haben ein Device, das frei programmierbar ist. Meine vorgeschlagene Lösung ist, noch ein Device, was frei programmierbar ist, dazwischen zu hängen. Ich weiß nicht, ob das Problem löst, aber dazu sind noch ein paar Einschränkungen notwendig. Wir müssen eben volle Kontrolle über die Firmware-Updates auf unserem Hardware-Filter haben.
Das bedeutet auch, dass nicht einfach der PC ohne unser Zutun die Firmware updaten kann. Das hört sich jetzt ein bisschen trivial an, aber viele Mikrocontroller, gerade die mittelpreisigen, die haben heutzutage einen Update-Mechanismus, wo man wirklich nur den Controller an USB anschließen muss und dann mit einem einfachen Tool neue Firmware draufflashen kann. Allerdings muss man dazu ein paar Pins auf hoch oder runter schalten, also das geht noch. Aber da muss man eben auch aufpassen, dass das nicht in Software möglich ist. Kann man machen, aber das wäre dann blöd. So, das war die Hardware, gehen wir zur Software. Wir wollen, dass es sicher ist. Also, ich persönlich bin kein Genie, ich kann euch nicht versichern, dass es 100%ig sicher ist. Deswegen würde ich mich darauf verlassen, dass ein paar andere Leute noch das Auge drauf haben. Aber damit das möglich ist, muss es auch irgendein Code sein, den man reviewen kann. Das klingt jetzt trivial, aber wir werden später noch zu einem Beispiel kommen, wo das etwas schwieriger ist. Natürlich heißt es, dass der Code erstmal öffentlich einsehbar sein muss. Open Source geht natürlich noch einen Schritt weiter, dass er auch öffentlich, also allgemein wiederverwendbar sein muss, aber zumindest die öffentliche Einsehbarkeit ist hier gegeben. Dann eine konsistente Dokumentation. Hört sich auch trivial an, aber auch da werde ich später Beispiel erzählen, wo das nicht ganz so ist. Das bedeutet eben auch, dass alles dokumentiert ist und eben auch die Dokumentation abgedatet wird. Und wie erhält man das am besten, wenn man eine sehr kleine Codebasis hat? Je weniger Codebasis, desto schneller ist es reviewed. Je weniger Codebasis, desto besser und einfacher ist es, den Überblick zu behalten bei der Dokumentation. Und desto weniger Fehler können überhaupt drin sein. So. Kurz noch ein Blick auf existierende Projekte in die Richtung. Wir müssen das Rad ja nicht neu erfinden. Von Phil Fostwa wurde ein USB-Write-Blocker vorgestellt. Das Problem an dem Projekt ist, das basiert auf einem VDIP 2 von FTDI, also durchaus einer Firma, die bekannt dafür ist, mit USB ganz gut umgehen zu können. Allerdings ist das Ding komplett zu. Also man hat immer ein Realtime-OS von FTDI. Man hat immer die USB-Treiber von FTDI und schon Philipp Polstra musste da selber ein bisschen reverse-engineeren, um da überhaupt seinen Write-Blocker reinzukriegen. Also es würde gehen, aber es würde nicht sicherer machen, im Gegenteil. Dann gibt es den Face-Dancer von Travis Goodspeed. Sollte bekannt sein, der Name, glaube ich, für Elektronikinteressierte. Das ist, das Device ist eigentlich sehr ähnlich. Also, das wird auch zwischen einem Host und, also kann man auch zwischen einem Host und ein Gerät schließen. Das Problem ist, es gibt zwei Möglichkeiten, da ranzukommen. Einmal, man schickt Travis $5 und kriegt das Gerät, muss dann aber SMD löten und noch den Rest kaufen. Zweite Möglichkeit ist, man kauft für $105 das im Internet in den USA plus Versand. Beides ist ein bisschen benutzerunfreundlich, zumal ich vorher am Anfang auf der ersten Folie versprochen habe, dass wir etwa bei 30 Euro bleiben. Dann gibt es noch den USB-Proxy von Dominic Spill. Das ist ein sehr schönes Gerät. Das ist im Prinzip ein BeagleBone Black, also sowas wie ein Raspberry Pi, nur ein bisschen stärker, also leistungsfähiger. Und er hat das Linux so modifiziert, dass quasi, wenn man in einen USB-Port den anderen PC reinsteckt und in den anderen USB-Port das Device, dann funktioniert es wie ein Sniffer. Und man kann den Code auch, Traffic auch verändern. Das Problem ist natürlich, ein BeagleBone Black ist ein kompletter zweiter Rechner. Ich weiß nicht, wer Lust hat, einen kompletten zweiten Rechner anzuschließen, inklusive Strom, hochzufahren und dann erst seinen USB-Stick an seinen eigentlichen Rechner anzuschließen. Kann man machen, also ist auch gut, sehr gut zum Entwickeln, aber eben für den alltäglichen Einsatz nicht gedacht. So, an dieser Stelle soll die Live-Demo stehen. Allerdings muss ich gestehen, dass ich es schon einfach nicht geschafft habe. Und ich werde auch begründen, warum. Wo wir übrigens zu den Designprinzipien zurückkommen. Und zwar ist meine Entscheidung für die Hardware fiel auf STM,
Warum? Weil, weil es von STM wie Sand am Meer Demo-Boards gibt für unter 20 Euro, die schon in der Regel einen USB-Eingang, einen USB-Anschluss ausgeführt haben und auch noch einen zweiten drauf haben, sodass man nur noch mit Kabeln rangehen muss und hat den dazu. Das ist das Schöne, also billige USB-Boards. Das nicht so Schöne ist die Library von STM. Ich habe gekämpft, ich habe es versucht, ich habe versagt dabei. Das liegt eben daran, dass leider sich STM nicht an meine Designrichtlinien gehalten hat. Ja, ich weiß auch nicht warum. Aber es kommt eben dazu, man hat im Prinzip drei Schichten. Man hat einmal den Hardware Abstraction Layer, der einfach nur die Zahlen, also die Pins, die man schalten muss, in C-Makros umwandelt. Dann hat man den Core, der mit den Standardsachen macht, wie eben auf USB-Requests und Start-of-Frame und sowas zu reagieren. Und dann hat man noch die Device-Library, die dann wirklich sagt, okay, ich stelle Funktionen zur Verfügung, dass man ein Mass-Storage-Device oder sowas implementieren kann. Von allen dreien gibt es verschiedene Versionen, die manchmal zusammenarbeiten, manchmal nicht. Alle müssen konfiguriert werden und leider ist es nicht so, dass man einfach nur die oberste konfigurieren kann und dann alle unteren macht. Sie macht ein paar untere, da darf man dann nicht eingreifen, aber sie macht nicht alle. Und dann ein bisschen was muss man noch machen. Allerdings ist nicht so gut dokumentiert, was man noch machen muss. Das ist ein bisschen das Problem. Und wo wir gerade bei Dokumentationen sind, ja, ich habe auch erlebt, dass im Prinzip in einer Datei quasi ein halbes Dutzend Funktionen waren, die vom Benutzer, sprich von mir, zu implementieren waren. Und bei allen war genau der gleiche gleiche Kommentar reingepastet, Copy and Paste, mit genau den gleichen Funktionsparametern, mit genau den gleichen Rückgabeparametern, die dann auch noch falsch waren bei jeder Funktion, aber davon war abgesehen. Und deswegen sage ich, ich bin schuld, dass ich nicht fertig geworden bin, das ist ganz klar. Aber ich sage auch, STM hat mir gezeigt, wie ich es nicht mache. Insofern muss ich euch vertrösten. Falls jemand entweder großer STM-Fan ist und mir da weiterhelfen kann oder einen guten Embedded-USB-Stack kennt, würde ich da gerne in Kontakt kommen nach dem Talk. So, sagen wir theoretisch, ich hätte mein Gerät fertiggestellt. Wie ich schon angedeutet habe, ist die Welt noch deswegen noch nicht in Ordnung. Wir können zwar verhindern, dass USB-Sticks mit fremder Firmware geflasht werden oder dass USB-Sticks sich als Tastatur ausgeben, aber es gibt noch einige Attacken, die trotzdem möglich sind. TOC2 bedeutet Time of Check versus Time of Usage. Da gab es zum Beispiel ein schönes Beispiel, da gab es einen Samsung Smart TV, der hat wieder ein Firmware-Update erst geprüft. Da musste man einen USB-Stick einstecken, der hat erst einen Hash-Wert gerechnet über das Firmware-Image und dann nochmal extra geladen. Was die Leute natürlich gemacht haben, die haben sich so einen kleinen Rechner geschnappt, den angeschlossen und nach dem ersten Zugriff, also beim ersten Zugriff wurde auf ein valides Image zugegriffen und beim zweiten Zugriff auf ein invalides, also es war immer noch ein valides, aber nicht ein signiertes Image. Und so konnten sie ihre eigene Firmware hochladen. Das ist natürlich mit Bad USB perfekt immer noch möglich. Wir haben jemanden, der den gesamten Speicher kontrolliert. Wenn also erst die Virensoftware drüber läuft, kann es eine unverdächtige Datei anzeigen. Wenn dann der User die Datei öffnet oder Autorun die Datei öffnet, kann ein Virus eingespielt werden. Das ist also immer noch möglich. Konventionelle Schadsoftware ist natürlich auch noch möglich. Wenn ein Trojaner im einfachen Speicher ist, das könnte auf jedem USB-Stick sein. Da kann mein Hardware-Filter nichts machen. Eine neue Variante, die reinkommt, ist Glitching. Ich hatte ja erwähnt, dass ein Use Case ist, dass wir einen nicht vertrauenswürdigen Host haben. Aber wir kriegen unseren Strom vom Host.
Was passiert, wenn der Host während der Überprüfung einfach mal kurz den Strom ein bisschen runterdreht? Kann passieren, dass dann die Überprüfung übersprungen wird und einfach weitergemacht wird. Es ist unwahrscheinlich, dass das jetzt in der freien Wildbahn vorkommt, aber es ist möglich. Wenn das jemand hinkriegt, wäre ich sehr interessiert daran. Und klassisch Circumvention. Sprich, wir stecken das Ding einfach nicht in unseren Hardware, jemand steckt das Ding nicht in den Hardwarefilter, sondern in einen freien USB-Port. Da kann man natürlich nichts mehr filtern. Mit anderen Worten, die ganze Geschichte eignet sich nur, wenn man selber die ganze Zeit bei der Hardware ist. Für jemanden, der sich heimlich in den Serverraum schleicht, der wird bestimmt nicht an unseren Spezialport das anschließen, sondern an die möglichst freien und gesicherten. So, was bringt die Zukunft? Ich werde erstmal das Gerät fertigstellen, natürlich. Aber die Mikrocontroller so an sich haben, unterstützen sie leider nicht Highspeed, sondern nur Fullspeed. Das wäre also ein bisschen langsam, wenn man jetzt einen Film kopieren will. Für die Vortragsfolien würde es wahrscheinlich locker reichen, aber da gibt es ein schönes Gerät von einer italienischen Firma namens Acme Systems. Jemand, ein Fan von alten Cartoons hier? Nein? Okay, gut. Insiderwitz. Der kostet knapp 30 Euro, ist also immer noch locker in unserem Budget. Nein, nicht wirklich locker. Aber hat eben Highspeed USB. Natürlich noch nicht 3.0, aber mal sehen, was die Zukunft bringt. Ja, wie schon angekündigt, wäre ein Open Source USB Stack schön. Was ihr von mir kriegt dafür, ist natürlich ein Review von dem guten Stück. Weil ich muss mich ja einmal durcharbeiten. Alternativ könnte ich selber einschreiben, aber naja, ich würde mich auf Messdurch-Devices beschränken. Das wäre natürlich nicht so gut. Ein anderer Weg ist zu gehen ist, die Firmware eines USB-Hubs zu modifizieren. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Carsten Nohl hatte nochmal ein Update über seinen Vortrag rausgeschickt, wo nicht nur USB-Sticks geprüft wurden auf Verwundbarkeit, sondern eben auch andere Devices wie eben Hubs, Tastaturen, Mäuse. Und unter anderem ist eben rausgekommen, dass auch der Hub der Firma Via Labs verwundbar ist. Sprich, man kann einfach Firmware draufflächen, ohne dass da irgendwas signiert wird oder kontrolliert wird. Was natürlich wieder gut für uns wäre, weil wir könnten ja einfach unsere Firmware draufflächen, die dann aber dafür sorgt, dass ihr Nachfolger dann bitte entweder signiert wird oder noch im besten Fall irgendwo ein Schalter umgelegt werden muss am Gerät, bevor das draufgespielt wird. Gut. Auch wenn ihr noch nicht alle so optimistisch seid, möchte ich euch noch ein bisschen runterziehen. Weil ich habe ja jetzt nicht nur an dem Gerät gearbeitet, sondern eben auch an einem Port für Bad USB auf Linux. Weil, wenn ihr euch erinnert, das Psyxen von Codil und Wilson, das war in .NET geschrieben, ich glaube C-Sharp, und lief nur unter Windows, weil das die Windows-Device-Treiber benutzt hat und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich den ganzen Spaß mal nach Linux portiert. Natürlich nicht in C-Sharp, in Python, dann das war ein bisschen einfacher. Die Idee hatte auch jemand anderes, genau die gleiche wirklich, also auch Python für Linux. Welches besser ist, könnt ihr dann entscheiden. Meiner Meinung nach ist, meins ist wirklich ein 1:1 Klon vom Psyxen, sprich volle Funktionsfähigkeit, aber auch das komplett unschöne Interface. Natürlich sowieso nur Kommandozeile, aber auch da ist es sehr extravagant. PyBadUSB ist da ein bisschen besser, unterstützt aber nicht das Patchen von existierender Firmware, insofern könnt ihr mal ausprobieren. So, und eine weitere Idee, die mir erst ziemlich am Schluss gekommen ist, deswegen auch nur dieser eine Satz. Die ganze Software, die die USB-Sticks patcht und so weiter, unterstützt in der Regel nur einen bestimmten Chipsatz und dann auch nur eine bestimmte Firmware-Version. Allerdings sollten die Firmware-Versionen sich ja nicht besonders viel unterscheiden.
es entscheidet sich genug, dass man nicht einfach nach einem Muster suchen, nach einem String suchen kann und also nach einer Bytefolge suchen kann und dort dann seinen eigenen Code reinschreibt. Das geht nicht. Aber die Bytefolgen sollten sich ja so ähnlich sein, dass man zumindest weiß, wo man dann einhaken kann. Die Idee dabei ist, deswegen Biology, weil Bioinformatiker das Problem auch oft haben, dass man so eine Art kleine DNA-Abschnitte von der bekannten Firmware nimmt. Sprich, man guckt einfach valider Opcode und schmeißt dann die Parameter weg, weil die ändern sich ja. Das ist ja der Unterschied in der Firmware. Und nimmt eben diese Folge von Opcodes als Muster und sucht die in der unbekannten Firmware. Bei unterschiedlichen Versionen für den gleichen Chip ist es klar, dass man da relativ schnell fündig werden sollte und dann sein Patch-Programm anpassen kann. Bei unbekannten Chips ist immer das Problem, dass man ja gar nicht weiß, wo sind die Register, wo man hinschreiben soll, wo sind die Interrupts und so weiter. Aber auch da denke ich, dass man da weiterkommen könnte. Aus dem ganz einfachen Grund, solange man bei der gleichen Firma bleibt, werden sie höchstwahrscheinlich nicht von vorn anfangen. Sie werden den gleichen Stack haben, sie werden den gleichen Compiler haben, sie werden die gleiche IDE haben. Der gleiche Compiler wird für ähnlichen Code, sprich den gleichen Stack, ähnlichen Bytecode erzeugen. Deswegen denke ich, dass man auch da relativ schnell, eventuell sogar on the fly, Firmware-Versionen anpassen könnte. Also sein Hack an neue Firmware-Versionen anpassen könnte. Ist allerdings nur Spekulation, aber das ist das, womit ich eigentlich dann auch die restliche Veranstaltung hier verbringen werde. Deswegen, wer da interessiert ist oder da Bioinformatiker ist und da schon was hat, Mustervergleich und so weiter, würde ich mich freuen, wenn ihr euch da bei mir meldet. Wir finden uns. Ansonsten war es das mit meinem Vortrag und ich freue mich auf Fragen. Keine Fragen. Gut, dann, achso, ja? Vielleicht eine Anmerkung, also wenn man solche Zwischendevices irgendwie konstruiert, was ganz Banales jetzt, aber wäre es vielleicht gut, wenn man einfach eine Buchse hat, wo wirklich nur Strom drauf liegt, dass wenn so jemand vorbeikommt, kann ich mal mein Gerät bei dir laden, dass man dann halt einfach nur Strom liefert und nicht auch die Datenverbindung herstellt. Okay, ich wiederhole nochmal, der Kommentar war, dass wenn man schon mit so Zwischendevices anfängt, dass man da eigentlich auch gleich einen USB-Port machen kann, wo wirklich nur Strom rauskommt, keine Datenverbindung zum Rechner. Interessanterweise, so etwas gibt es schon, das nennt sich USB-Kondom. Und das macht nichts anderes, als einfach die Stromleitung durchzuführen und die Datenleitung zu kappen. Also die werden einfach nicht verbunden. Allerdings muss man sagen, gerade bei Apple-Geräten fällt man dann oft auf die Nase, weil das eine Datenverbindung zwischen Gerät, also zwischen Ladegerät und Apple-Produkt voraussetzt. Sonst lädt es nicht, zumindest bei den neueren. Also wenn jemanden angreifen will, nehmt Apple-Geräte, die können sich A nicht schützen und B sind die Leute reich. So. Weitere Fragen oder Anmerkungen oder Kritikpunkte? Also ich lasse mir auch gerne sagen, dass ich inkompetent bin. Ja, bitte. Also von der PC-Seite her ist eigentlich das Problem nur, dass Tastaturen ohne Kontrolle anschließbar sind. Wenn man das Betriebssystem eigentlich ändern würde, dass halt Keywords nur noch nach einem Extra-Klick oder nur beim Rufen oder wie auch immer automatisch akzeptiert werden, wäre das Problem noch aus der Welt. Also. Wenn man immer noch ausgesetzt, dass wir kein Virus aufziehen oder so, aber natürlich. Also die Frage war, dass im Prinzip aus der Richtung böser Stick, guter PC, das Problem eigentlich nur darin besteht, dass wir irgendwie die Tastatur nicht jederzeit einfach akzeptieren sollten. Allgemein Eingabegeräte, Maus genauso, ist ein bisschen schwieriger, aber geht auch. Das Problem daran ist, zum einen, Bad USB kann auch funktionieren, noch während man bootet. Sprich,
Am Anfang, man kann ja auch mehrere Eingabegeräte haben, eben auch mehrere Tastaturen, was weiß ich, Gaming-Tastaturen oder so. Und BadUSB kann ja schon am Anfang ins BIOS gehen und dort Blödsinn machen, weil es ist ja eine Tastatur. Ja, bitte. Ich muss ja den bösen USB-Stick nicht beim Booten dran haben. Also wenn ich einen unvertrauenswürdigen USB-Stick habe, warte ich, bis mein Rechner fertig gebootet ist und schließe ihn dann erst an. Dann habe ich das Problem nicht mehr, dass der BIOS irgendwas machen könnte. Das ist korrekt. Deswegen ist ja BadUSB auch so blöd, weil es ist ja, kann ja dein eigener USB-Stick sein. Weißt du? Naja, wenn ich ihn... Also ich würde dann keinen USB-Sticks mehr vertrauen, sobald sie mal irgendwo angeschlossen waren. Ja, korrekt. Also dann meinen eigenen nur vertrauen, solange ich ihn das erste Mal benutzt habe oder überhaupt keinen USB-Sticks vertrauen. So. Korrekt, das Problem ist eben, USB-Sticks sind dazu da, zwischen Rechnern hin und her zu wandern. Sonst wären sie ja eingebaute Festplatten. Ja, also ich sehe den Punkt... dass es Alternativmöglichkeiten gibt, aber die verlangen A, sehr viel Disziplin und B, wahrscheinlich auch ein technisches Verständnis vom Benutzer her, das vielleicht nicht immer gegeben ist, gerade bei solchen Vortragssituationen. Ich denke jetzt weniger hier, wo eben auch Sicherheitsbewusstsein vorhanden ist, aber zum Beispiel Uni, wo nacheinander 10 Leute Vortrag halten, an den Vortrag-Laptop anstöpseln, ihren USB-Stick und ja, da... Kann man jetzt auch nicht sagen, nee, da gehe ich jetzt nicht ran mit meinem USB-Stick. Da würde der Prof sagen, na gut, da schreibe ich Ihnen keinen Schein aus. Für solche Situationen ist das dann gedacht. Noch eine ganz andere Frage. Gibt es denn dokumentierte Fälle, wo derartige Sachen praktisch ausgenutzt wurden oder ist das ein rein theoretisches Problem im Moment? Welchen genau meinst du jetzt? Malicious USB-Devices allgemein, BadUSB im Speziellen? Ja, also egal, der ganze Kram, über den wir gerade reden, wo wirklich jemand damit angegriffen wurde und das in irgendeiner Weise dokumentiert wurde. Also Rubber Ducky wird regelmäßig bei Pentests eingesetzt. Sprich, also wo Firmen sagen, hey, wir wissen nicht, ob wir sicher sind und wir beauftragen jetzt mal einen Angreifer, der so tut, als ob er uns angreift. Und dann eben uns sagt, was wir falsch gemacht haben. Da wird es regelmäßig eingesetzt. Also das ist da ein Standardwerkzeug, wie für uns eben ein Notebook. Und auch erfolgreich. Also sowohl die Sache, dass man es einfach mal auf dem Parkplatz liegen lässt und das dann schon irgendjemand finden und einstöpseln wird. Also funktioniert nur bei großen Firmen, aber... als auch, dass man einfach mal reingeht und sich irgendwie durch irgendeinen Vorwand da den Serverraum zeigen lässt und da reinsteckt. Eine interessante Geschichte habe ich da mal gehört, dass eben auch eine Mitarbeiterin war, die auch gesagt hat, hey, das ist nicht richtig, was er macht. Und er meinte so nur, ja, rufen Sie jemanden. Sie sollten jemanden rufen. Ich stöpsel hier das ein. Warten Sie mal, ich stöpsel es noch da drüben ein. Und hier. Also die Frau hatte schon das komplett richtige Gespür, aber es waren überhaupt keine Sicherheitsvorkehrungen, also keine Protokolle vorhanden, dass sie gesagt hätte, hey, ich rufe jetzt die IT an oder rufe ich die Security an. Aber die hat wieder keine Ahnung von IT. Also es wird, lange Rede, kurzer Sinn, es wird eingesetzt, aber natürlich werden die Leute, die es wirklich gewinnbringend einsetzen, nicht sagen, hey, guckt mal, wie ich die Leute verarscht habe mit diesem bekannten Angriff. Das ist schwer, aber... Ich sag's mal so, wenn wir zu sorglos sind, wird es uns irgendwann auf die Füße fallen. Könnte man nicht die Technik von BadUSB auch nutzen, um sich zu schützen? Also gibt es irgendwie Programme, mit denen man quasi, nachdem man den USB-Stick ausgepackt hat, die Firmware so ändert, dass sie hinterher keine Firmware-Updates mehr akzeptiert und dann nicht mehr anfällig ist für BadUSB? Ja, genau, das gibt es. Das ist von Cordell und Wilson auch mit rausgebracht worden. Das ist im Prinzip einfach, da wird die Firmware gepatcht. Da wird im Prinzip der Teil rausgepatcht, der im Prinzip neue Firmware-Befehle akzeptiert. Obwohl, nee, warte mal, haben die ich weiß nicht, ob die wirklich die Firmware das rausgepatcht haben oder dass man nur in den Modus geht, wo die Firmware akzeptiert wird. Da bin ich mir jetzt im Moment nicht sicher. Aber ja, genau, das gibt es und das kann man eben mit Sykeson dann machen. Allerdings ist da wieder die Einschränkung nur diese Firmware-Version und nur dieser Chip. Aber wenn man so einen hat, ja, das geht. Das gibt's auch.
Lässt sich ein Angriff überhaupt verstecken, wenn ich jetzt vor meinem Rechner sitze und so einen USB-Stick einstecke und da macht die Tastatur einfach irgendwelche wilden Sachen? Das sehe ich doch. USB-Sticks können sehr schnell tippen, sage ich mal so. Also wenn du wirklich die ganze Zeit gebannt auf den Rechner guckst, während du den USB-Stick reinsteckst, wirst du wahrscheinlich so ein kurzes Flackern sehen. Aber wenn du, sagen wir mal, gucken musst, dass du auch wirklich die Buchse triffst, ist es in dem Moment, wo du wieder hochguckst, weil der wirklich drin ist, ist es eigentlich schon vorbei. Da ist der USB-Stick schon hochgefahren, die negative Firmware ausgeführt und der Schadcode nachgeladen. Vorausgesetzt natürlich Internet. Obwohl, nein, man kann ja es auch auf dem USB-Stick selber speichern, insofern. Ja. Also, wie gesagt, wenn du weißt, dass es kommt, wirst du es wahrscheinlich sehen. Aber wenn du es nicht weißt, weiß ich nicht, ob du jeden Tag so viel Konzentrationskraft hast, immer so konzentriert auf den Bildschirm zu schauen, dass du es siehst und sehen würdest. Und dass du dann auch sicher bist, dass es das war und nicht nur kurze Stromschwankungen oder Flackern von der Lampe oder sowas. Also ja, du würdest es sehen, wenn du weißt, wonach du guckst. Aber es ist schwer zu entscheiden, ob es das war, wenn man nicht weiß, dass es war. Würde mich unter Linux nicht schon ein exotischer Window-Manager schützen, bei dem man einfach irgendwelche abgefahrenen Tastaturkombinationen drücken muss, um überhaupt einen Terminal zu öffnen oder sowas? Ups, ja, egal. Ja, das stimmt, das ist die Frage. Es ist auch denn die Frage, wie... Also meinen Wissens nach würde das schützen, weil gerade die Tastaturangriffe darauf ausgelegt sind, dass man irgendwie mit Windows oder Apfel und einer Kombination dann irgendwie so eine Kommandoeingabe hat, wo man irgendein Programm starten kann und davon sich dann über Terminal und so weiter hangelt. So sind die Standardangriffe. Da würde ja nicht nur ein exotischer Window-Manager reichen, sondern wenn man den existierenden gerade unter Linux einfach umkonfiguriert, dass es eine andere Tastenkombination ist. Klar. Aber man hat natürlich wieder das Problem, wenn man mal vergisst und dann bootet, kann es übers BIOS einfach gehen. Das ist da. Und eben gezielte Angriffe, aber ich kann da nur an das XKCD verweisen, wo der Unterschied zwischen der Vorstellung eines verschlüsselnden, wo die Pläne dann von den Bösen gescheitert sind und der Realität, wo die Bösen einfach den Vorschlaghammer holen und auf ihn so lange einschlagen, bis das Passwort rausrückt. Insofern, nehme ich mal an, würde das da bei einem gezielten Angriff ähnlich verlaufen, dass im Zweifelsfall einfach der Rechner genommen wird. Und ja, also das wäre zumindest ein Schutz, aber die Frage ist, wie gesagt, die Vortragssituation, ist es ein Linux-PC, wird der Prof das mit seinem PC machen lassen? Weiß es nicht. Gut. Gäbe es denn die Möglichkeit, USB-Geräte eindeutig wieder zu identifizieren? Also wenn ich zum Beispiel sage, ich habe eine Tastatur, die ist über USB angeschlossen, die möchte ich sozusagen erlauben, dass die als Tastatur sich anmeldet, und alles andere, was sagt, es ist eine Tastatur, möchte ich erstmal bestätigen. Ist sowas denkbar? Also gibt es irgendeine Art? Kurze Antwort, nein. Weil das USB-Device sagt selber, wer es ist und was es kann. Deswegen kann sich ja ein USB-Stick auch als Tastatur ausgeben. Du hast sowas wie Produkt-ID und Vendor-ID, aber die werden auch, also das sind nur Strings, die in der Firmware stehen. Und die Schwierigkeit würde dann nur bestehen, dass im Prinzip der USB-Stick wissen müsste, wie deine eigentliche Tastatur, welche Kombination die hat. Aber da ist auch wieder das Problem, dass die Hersteller von USB-Geräten im Allgemeinen die Produkt-ID und die Vendor-ID nicht so einsetzen, wie es eigentlich mal gedacht war. Und du dann eben oft hast, dass die gleich ist bei vielen Geräten. Und ansonsten würde ich persönlich einfach es probieren, einfach mal mit Cherry Produkt-ID und dann die üblichste Cherry-Tastatur und hoffen, dass es klappt. Hast du was wie eine Seriennummer oder sowas? Gibt es nicht? Nein, da gibt es, soweit ich weiß, nicht. Und wenn, wäre es eben auch nur, dass das USB-Gerät selber sagt, welche Seriennummer es hat. Und da kann es schwindeln, so viel es möchte.
Ist vielleicht ein bisschen off-topic, aber es gibt ja diese ganzen Werbesticks, die man nur beschreiben kann. Ist das auch über die Firmware realisiert? Könnte man die noch umflashen, dass die wieder beschreibbar sind? Werbesticks, die nur beschreibbar sind? Die nur lesbar sind, so, sorry. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst, nicht, was du sagst. Nein, muss ich ehrlich persönlich sagen, ist mir nicht untergekommen. Ich kenne nur solche, die, wo im Prinzip Werbung drauf ist, die man aber auch löschen kann. Aber meine Vermutung wäre, dass die auch nur einfach irgendwelche billigen Sticks nehmen und dann irgendeinen Fleck oder irgendwie so einen Spaß machen. Also ja, ginge, würde ich denken. Also ich weiß nicht, ob du da ein Beispiel hast oder irgendwas. Ich habe so einen zu Hause rumliegen, ja. Okay. Ist nicht beschreibbar, kann die Daten darauf lesen, ist ein Video drauf, ist eine HTML-Seite drauf, aber halt nicht beschreibbar. Wir treffen uns nachher mal. Okay, ich bringe morgen mit. In Ordnung. Gut. Also, noch ein. Wäre es ein wirksamer Schutz, von jeder Tastatur erstmal zu verlangen, dass sie mit irgendeinem Code bestätigt wird, dass man 3 Tasten drückt oder auch mehr? Kommt drauf an, wer festlegt, welche Tasten gedrückt werden. Nö, das legt man einfach vorher fest. Ich akzeptiere nur eine Tastatur, bei der keine Ahnung, ASD gedrückt wird. Ja, aber wenn immer ASD als erstes gedrückt werden wird. Wenn ein zufälliger Code, der direkt da in dem Moment generiert wird. Aber muss eben vom PC generiert werden, nicht vom. Genau. Ich weiß, das hört sich jetzt trivial an, aber wenn du das vorschlägst, Herstellern, würde ich mal schätzen, 2 von 5 werden es machen, dass das USB-Gerät das vorschlägt. Also wäre meine Vermutung. Ja, es ist nur die Frage, willst du das immer machen, jedes Mal, wenn du deinen Rechner startest? Ich weiß, wir machen es sowieso schon immer, weil wir immer Passwörter eingeben. Es wäre im Prinzip noch ein Passwort, wenn auch ein leicht zu merkendes, weil es im Prinzip gesagt wird. Ja, nur ein Kommentar zu dem Thema. Das existiert bereits, das mit den Passwörtern, das existiert bereits im Bereich von Bluetooth. Wenn man Bluetooth-Tastaturen anschließt, dann wird manchmal auch vom Rechner verlangt, dass man da einen bestimmten Code eingibt. Und dann wird irgendwas gespeichert, da weiß ich nicht was. Ich denke, dass es von der Usability her kein so großes Problem da ist. Ist das dieses Initial Pairing, wo dann im Prinzip der 4-stellige Code ausgetauscht wird, oder ist das nochmal eine extra Implementierung, weißt du das? Ich meine, das ist eine extra Implementierung. Ich kenne mich da nicht genau aus, das war wirklich nur von der User-Seite, als dann der Rechner das verlangt hat. Okay, ist mir jetzt nicht geläufig. Aber ich weiß, dass es im Prinzip so einen Code-Austausch am Anfang gibt und dann ein Pairing. Bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt, ob da dieses Protokoll dann auch in USB einfach drüber gestülpt werden könnte. Auch Bluetooth hatte ja seine Probleme mit sicherem Pairing. Weiß allerdings nicht, worauf das basierte. Ja, bitte. Ich habe noch 2 Fragen zu USB. Wäre es möglich, dass ein Bad-USB-Gerät nicht den Rechner, sondern ein anderes USB-Gerät infiziert, ohne über den Rechner zu gehen? Dann zum Beispiel meine normale Tastatur infiziert und die Tastatur darf dann wieder Tastatur sein und macht dann was Böses mit meinem Rechner? Hui. Also rein theoretisch nein. Also, aber rein praktisch heißt das Ding ja Universal Serial Bus, das heißt, es ist ein Bus. Sprich, alle Geräte hören alles, was über den Bus kommt. Außer man hat einen Hub dazwischen, aber davon gehen wir mal jetzt nicht aus. Es wäre wahrscheinlich schwer, das Timing hinzukriegen, sodass man, um so zu tun, als wäre, damit ein USB-Gerät so tun könnte, als wäre es der Host. Aber an sich müsste man da mit jemandem reden, der sich mit den grundlegenden elektrischen Sachen auskennt. Weil es ist wirklich tatsächlich so, dass erstmal an einem Bus hängende Geräte alle Pakete bekommen und dann nur von sich aus schauen und wegschmeißen, wenn es nicht an sie gerichtet ist.
Ist es wirklich so? Weil dann wäre ja noch ein ganz anderer Angriff denkbar, dass ich dir einen USB-Stick gebe, der einen Keylogger enthält. Ja, korrekt. Soweit ich weiß, sind auch viele Keylogger so, dass man die einfach nur anstöpseln muss. Ich weiß nicht, ob die dann über Windows gehen. Also die muss man nicht zwischen die Tastatur und das Gerät stecken, sondern an den anderen USB-Port am selben PC. Und ich bin mir aber jetzt nicht sicher, ob die dann über Windows gehen und sich da einhängen oder ob die dann direkt über USB mit schnorcheln. Aber ich weiß, dass es solche gibt, die man nicht dazwischen stecken muss, sondern wo man einfach nur irgendwo die reinstecken muss. Gut, danke ich euch. Ich bin heute und morgen noch auf der Convention und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr euch gerne an mich wenden. Ich bin mit Badge markiert. Gut, danke.